said I'm willing to ride for the shit. You know murder's my hobby. Inside of my closet's a bunch of dead bodies and shit. Niggas said it, I'm cursed, cause I go to church and stare at the Bible and shit. Shorty say I'm the worst, cause I do my dirt and I don't be hiding the shit. Bitch, I'm a savage, I spit at you bastards. I wonder what you gonna do to me, oh. I need to hear some more rapping. I'm just not impressed by your cash and your jewelry, oh. Friends, was geht ab? Willkommen zurück zu Pokémon HoloX. Vorab, ich habe schon oben links mit dem Team Flair Fuzzi gelabert. Das ist gar kein Problem. Vorab aber, wir haben drei heftige Kämpfe vor uns in der heutigen Aufnahme. Es wird heute heftig, außer ich spiele wie ein Gott und dann wird es easy clap. Das wird aber nie im Leben passieren, weil ich PPGer bin. Ihr kennt mich. Es wird wirklich heftig. Es kann sein, dass wir sogar underleveled sind. Aber ja, wir werden es herausfinden. Ich werde einfach mit Zarya leaden, denke ich. Warum nicht? Ist, glaube ich, ein ganz guter Lead, hoffentlich. Aber ja, ich hoffe, ihr habt eure Snacks ready. Wir kämpfen jetzt gegen Conny. Dann kommen zwei Custom-Tag-Trainer mit dem Tag Holo Elite. Das habe ich am Anfang des Projektes erklärt. Diese Trainer haben dann spezielle Pokémon extra, die, wenn wir Pech haben, Max-IVs haben. Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube aber bestimmt aktuell noch nicht, weil progressiver Schwierigkeitsgrad. Es soll alles einheitlich sein in diesem Projekt und so. Also in diesem Hack. Ich glaube, ich habe daran gedacht, safe. Deswegen glaube ich nicht, aber sie sollten sehr gute IVs und natürlich sehr gute Pokémon mit starken Attacken haben. Das wird yay. Ich hoffe aber, ihr habt Bock, ihr habt Lust. Wenn ja, lasst dem Projekt doch einen Daumen nach oben da. Support ist kein Mord, Leute. Ihr wisst Bescheid. Es hilft den Kanal, es hilft dieses Video, damit es mehr Leute sehen. Und es ist halt wirklich so. Es ist halt so. Ansonsten beantwortet Frage des Tages sehr gerne oder schreibt einen Kommentar, was euer Lieblingsmoment vielleicht bis jetzt im Projekt war oder von der jetzigen Folge, falls ihr es bis zum Ende schauen solltet. Ansonsten, keine Ahnung, schreibt irgendwas in die Kommentare und abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht getan habt. Gut, eine Sache. Die Cognito in diesem Hack ist immer noch Typ Psycho und so, klar. Aber die Stats wurden extrem gebufft und er hat ein solides Movepool. Das heißt, das Einzige, was mir, glaube ich, hier übrig bleibt, ist Meditation und Stärke. Weil Konfusion, Psycho auf Psycho, macht keinen Sinn. Kraftreserve, das in einem wichtigen Kampf herauszufinden, ist, glaube ich, Selbstmord. Das heißt, wir gehen erstmal für eine Meditation. Ich hoffe, das war der richtige Play-In, bevor wir werden einfach gewone-shottet. Okay, den zweiten Tanken war nicht. Gut, Meditation war nicht der richtige Play. Wie viel Defensive hat Jay? 57 Spezialdefensive. Jesus, Alter. Ich speck ja 63, sogar noch mehr. Ich glaube, ich gehe in Jay, weil wir gesammelt haben. Wir haben Diebeskuss. Das heilt uns, glaube ich, erstmal eine Menge. Okay, das macht nicht wirklich allzu viel Schaden. Das heißt, wir setzen Egesam. Lichtschild. Ah, das ist nicht so cool. Das ist wirklich nicht cool. Gut. Das heißt, wir werden es nicht killen. Ich kann Wachstum aufsetzen, oder? Ich denke, Reflektor auch noch. Yo, alles klar. Okay, lass uns komplett nicht mehr durchkommen. Boah, gut. Noch im Wachstum. Das war eine Free Turn. Warum nicht? Nimm mich sehr gerne mit. Düstral. Gott, Alter. Holy shit, Mann. Jesus. Dieser Schaden. Aber wir sind plus 2. Das sollte jetzt den Lichtschild-Dingens-Kack ignorieren, oder? Maybe. Ich glaube, im Einzelkampf sind es 50%, oder? Und im Doppelkampf 25% von den Schilden, weil zwei Pokémon auf dem Feld sind. Ich glaube, das war so. Okay, dann machen wir jetzt nochmal einen Diebeskuss. Ah, sie heilt. Okay, sie heilt. Ist das schlimm? Maybe nicht, wenn wir eine High Roll kriegen.
Okay, wir heilen uns hoch. Egesam, komm. Das heißt, ich könnte vielleicht sogar noch ein Wachstum machen, oder? Maybe? Warte mal. Wie hoch ist unser physischer Angriff? 48, ja gut. Rasierblatt hat sich damit erledigt, vor allem wegen Reflektor. Ich könnte noch ein Wachstum droppen. Ich glaube, das mache ich, weil wir sind eh schneller. Jetzt ein Diebeskuss, weil wir voll HP sind, würde nicht allzu viel Sinn machen. Sie greift uns an. Bitte eine Min-Roll. Bitte. Danke. Egesam, komm. Das ist jetzt ein bisschen kritisch. Dadurch heilen wir uns weniger, aber wir heilen uns durch die Egesam. Jetzt machen wir einen Diebeskuss und sollten dadurch full life sein, oder? Reflektor ist auf jeden Fall weg, was irgendwie keinen Sinn macht, weil Lichtschild vorher kam. Vielleicht stand aber auch Lichtschild und Reflektor sind weg oder so. Ich weiß es nicht. Inkognito ist auf jeden Fall weg. Wir sind Level 29. Lucario schickt er in den Kampf. Okay. Warum würde sie ein Kampf-Unlicht-Pokémon in ein Feen-Pokémon reinballern? Ein Diebeskuss und es wird tot. Und vierfach. Vor allem sind wir plus 3. Das heißt, sie muss ja eine Antwort haben. Sonst würde sie nie im Leben ein Kampf-Unlicht-Pokémon und ein Feen-Pokémon ballern. Muss ja, logischerweise. Ich weiß die Attacken wirklich nicht mehr. Also bevor jetzt jemand hier irgendwie was doubtet, es ist wirklich lange her und es sind so viele Projekte, aber sonst macht das ja keinen Sinn. Die Bots schicken ja normalerweise ihre Pokémon rein, wenn sie eine Antwort haben. Das ist ja immer so. Oder sich safe setupen können. Aber sie kann sich ja hier nicht setupen. Das macht ja keinen Sinn. Oder ihr anderes Pokémon ist ebenfalls schwach und Lucario ist die beste Antwort. Aber was würde ich jetzt machen? Was macht ein Lucario? Lucario würde sich setupen. Keine Ahnung, Kampfattacke. Unlichtattacke, weil es hier Typ Unlicht ist vom zweiten Typen. Oder ein Coverage-Move. Sowas wie Feuerschlag oder so. Das wird sein. Sonst würde sie Lucario, glaube ich, nicht reinballern. Ja gut, dann gehen wir in Doppli. Oder? Ja. Warte mal, wie viel Defensive haben wir? 53, alter Doppli, ey. Was ein Biest. Warte mal, wir haben ein Muskelband, was um 10% verstärkt, ne? Funkensprung ist 60? 65, das heißt, es wird so 75 ungefähr sein. Donnerblitz immer noch stärker, selbst mit Muskelband. Ich musste echt mal ein Schlauglas draufballern. Ja, obwohl, wir haben noch Sailor Moon. Weil wenn es ein Feuerschlag ist, ist es trotzdem neutral auf Doppli. Wir haben zwar sehr hohe Defensive, aber ja, er bringt uns nicht viel. Hier haben wir nur 38 Defensive. Ist das... Ich rechne jetzt mit Feuerschlag, weil eine Kampfattacke bringt nichts, eine Unlichtattacke bringt nichts. Boosten könnte sie sich, aber... Oder scouten wir mit Specky. Aber was haben wir mit Specky? Body Slam. Normale Attacke. Das ist jetzt auch nicht so prickelnd. Barbie Girl kann ich nicht gehen. Eine Unlichtattacke und wir sind, glaube ich, einfach... Wir platzen einfach. Ja gut. Komm. Hoffen wir einfach mal, dass es wirklich eine Feuerattacke ist oder so, was da Conny hat. Warum würde sie ein vierfach schwaches Pokémon reinballern? Gift-Heap! Ja, okay, gut. Das war vielfach gegen uns. Was machen wir jetzt? Erstmal Schutzschild, glaube ich, um zu gucken, was sie drückt. Was macht sie? Nacht-Heap. Okay.
Das heißt, sie droppt jetzt eine Unlichtattacke. Da könnten wir in Jay gehen, aber Lucario schneller. Gut, es ist dann eine Giftattacke anstatt eine Feuerattacke. Ich hätte die Feuerattacke, sehr gerne gehabt. Mache ich gegen eine Giftattacke? Irgendwas sägen? Okay, ich gehe in Jay. Er macht jetzt Nachthieb, das ist resisted. Dann wird er wieder seinen Gift-Hieb machen. Könnte damit in Doppeli gehen. Weil wir von Typ Boden sind. Oder... Oh, holy shit, das ist ein bisschen kritisch. Aber das resisten wir dann. Ja, das machen wir. Ja, das machen wir. Weil Doppli würde es resisten und wir haben so eine hohe Defensive. Das heißt, aber wenn danach eine Kampfattacke oder so kommt, weil Doppli so langsam ist. Holy shit, das hat auch sehr guten Schaden gemacht. Gut. Ja. Dann machen wir erstmal den Play. Und jetzt die Frage, was machen wir? Jetzt stellt sich die Frage, was machen wir? Der Kampfattacke tut sehr weh. Eine Unlichtattacke tut sehr weh. Das macht gar keinen Schaden. Natürlich. Jetzt sind wir auch noch auf dem Timer. Geil. Geil, Alter. Donnerblitz, I guess. Oder? Okay, lass mich mal überlegen. Was mache ich? Er wird jetzt eventuell Nachthieb droppen. Wir machen Donnerblitz. Nachthieb wird uns 30% abziehen, glaube ich. 20, 30. Wenn es crittet, glaube ich, sind wir fast tot. Mit Poison könnten wir sterben. Maybe. In Jay könnte ich gehen, das bringt mir aber alles nichts. Das ist ein ewiger Loop. In Barbie Girl kann ich nicht gehen. Ich glaube, ich greife einfach mal an. Glaube ich. Und das mit Donnerblitz, weil Donnerblitz stärker ist. Kraftschub. Okay. Sie boostet sich. Das ist schlecht, aber ist auch gut, weil uns das eine Turn gibt. Und Donnerblitz macht genau 50 plus Sandsturm. Okay. Wir müssen gamblen. Wir müssen jetzt gamblen. Wir müssen darauf hoffen, obwohl... Oh, eine plus 1 Attacke aus der Range würde schon reichen, oder? Ich wollte gerade sagen, wir müssen jetzt gamblen, dass sie vielleicht sogar nochmal einen Kraftschub droppt, weil wir so eine hohe Defensive haben. Wir gamblen. Oh Gott. Bitte. Oh, die Poison killt uns. Die Poison killt Doppli. Nein, Doppli. Ich hasse dieses Spiel. Oh Mann, ey. Boah, ich hasse dieses Spiel, Alter. Wir gehen in Specky. Miltang. Oh mein fucking Gott. Please. Das Miltang ist auch noch vom zweiten Typ Fee, Alter. Das heißt, der Trümmerer bringt mir nichts. Ich muss Body Slam drücken. Ich kann auch in keinem Pokémon reingehen. Ich könnte in Jay gehen, aber... Irgendwann Body Slam. Durchbruch. Ja, in Jay könnten wir gehen. Das wäre ein sicherer Switch.
Aber Body Slam könnten wir, glaube ich, weiterhin droppen, maybe. Also einen auf jeden Fall. Vielleicht kriegen wir einen Crit oder ein Paras, hat sogar noch Überreste. Mann, der Doppli-Kill, der nimmt mich wirklich mit, Alter. Doppli ist so ein gutes Pokémon. Come on, Alter. Das ist doch lächerlich as fuck, Mann. Boah, das ist doch einfach nur pure Kacke. Legit. Einfach nur pure Kacke. Durchbruch. Ich glaube nicht mal, dass wir das Miltank in einem Hit killen, oder? Machen die Biskus. Nope. Hätte es keine Überreste, hätten wir aber gekillt. Boah, Alter. Ice Heap. Come on, Jay. Bitte, 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 bitte. Gut. Seht ihre Potion schon aufgebraucht. Wir waren schneller. Diebeskuss. Ach Mann, ey. Ich bin wirklich... Was hätte ich sonst machen sollen? Ich hab halt gegambelt. In was hätte ich gehen können? In Jay. Ja, in Jay hätte ich gehen. Aber obwohl. Er hätte ja Gift Heap. Dann hätten wir Nacht Heap resisted und dann. Dann hätte er wieder Gift Heap gedroppt. Wir wären in Doppli gegangen. Dann hätte er Nacht Heap gemacht und wir wären auch gestorben. Die Poison, dass wir die abbekommen haben, die hat uns einfach gekillt. Es ist, wie es ist. Das Einzige, was wir hätten vielleicht machen können, wäre Sailor Moon oder Zarya zu sacken. Obwohl Doppli zu heilen bringt auch nichts, ne? Dann wären wir Full Life, dann kommt ein Nachthieb, der macht uns 60% oder so. Dann kommt die Poison. Ja, Mann. Ich hasse dieses Spiel, Alter. Ernsthaft, Mann. Ich hasse dieses Spiel einfach. Ein gutes Pokémon, Alter. Gut. Ja, und wir könnten Junior noch mitnehmen. Stahlgestein. Aber ich glaube, ich lasse das Team erstmal so, wie es ist. Gebe Relaxo auch noch Muskelband, was ich gerade hätte schon machen können. Statt die Maronbeere, ja. Dann gucken wir mal gleich, was wir noch an Competitive Items haben. Alter, 18 Minuten dieser Fight. Holy shit, Mann. Holy shit. Und ich bin leicht triggert, okay. Okay, ich darf nicht vergessen, das sind stronge Kämpfe. Wir leaden mal mit Barbie Girl. Okay, der möchte nicht kämpfen. Könnten wir ausweichen gerade, aber es ist so ein Pussy-Move, die auszuweichen, oder? Warte, ist das hier eine neue Route? Ja, ne? Ja, Route 11. Okay, das heißt, wir hätten sogar hier einen Encounter und dann in der Höhle einen Encounter. Ja, komm. Wir müssen an sich eh trainieren, so von daher. Yeah, my body's ready, Alter. Rihon und Dusselgor, okay. Also fängt es kinda leicht an, nicht allzu hart. Okay, gut. An sich, gutes Setup, außer für Barbie Girl. Ich könnte einen Windstoß machen, aber ich glaube, ich nehme Barbie Girl einfach komplett raus. Einfach wegen der Gesteinsattacke am Kinda Scared. Dann gehen wir hier. Gehen wir in Zarya? Eine Flugattacke auf Jay tut aber auch weh, ne? Was machen wir? Was machen wir?
Ja, Doppli. Wäre jetzt so geil. Wäre so geil. Ich muss wieder ein Specki gehen. Und hiermit... Liebeskuss auf Dusselgor, denke ich. Einfach wegen der Flugattacke. Ich muss das, glaube ich, erstmal schnell rauskriegen. Jawohl. Okay, das macht keinen Schaden. Donnerzahn. Okay, ich habe mit einer Gesteinsattacke gerechnet, aber nicht mit einer Elektroattacke. Ist aber vollkommen okay. Zertrümmerer da rein und Rasierblatt. Auch wenn es resisted ist, das... Er sollte killen, aber die haben ja Tränke. Hey. Gut. Immer eine Free Turn. Dusselgor macht, glaube ich, währenddessen nichts. Maybe. Eine Beere. Okay, eine Zitrobeere. Killt das? Schade. Das hat auch noch Viskosität, Alter. Dampfwalze. Okay. Er will, dass wir langsamer sind, ha? Also... Ja. Ne? Body Slam und Rasierblatt sollten das, glaube ich, regeln, weil Rasierblatt hat gerade sehr guten Schaden gemacht. Ja, es geht. Aber maybe der Body Slam regelt. Maybe. So, Barbie Girl 27. Was will er lernen? Bürde. Ja, gegen Energiefokus, oder? 65, 60. Wir könnten aber dann Boost kriegen. Ich glaube, ich mache aber trotzdem Energiefokus weg, oder? Es könnte dumm sein, aber wenn wir irgendein Statusproblem auf den Gegner haben, Barbie Girl, Bürde, Future Damage. Jawohl, das reicht, weil es ein Crit war. Oh mein Gott. Holy shit. Gut, ich würde sagen... Stand da gerade irgendwas? Wir haben ein Item erhalten oder so? Stand da gerade was? Zu guter Letzt? Irgendwas mit Item oder so stand da. Ich habe es aber nicht genau gelesen. Haben wir Energiekraut erhalten? Oder einen Timerball oder so? Ich bin mir nicht sicher. Ich werde es im Nachhinein sehen. Whatever. Vielleicht habe ich auch wieder falsch gelesen. Ja, wir gehen mal mit Zarya in den Lead. Einfach wegen dem Encounter. Gucken einfach mal, was wir fangen. Einen Horden-Encounter, okay. Es ist immerhin gut, da haben wir eine Auswahl. Das Problem dabei ist, dass meistens Horden-Encounter schlechter sind als normale. Gut, unsere Auswahl fällt eigentlich auf Serpifeu, oder? Weil Drachentyp später, plus Umkehrung und all so ein Scheiß. Obwohl ein Flug-Pokémon auch nice wäre. Beziehungsweise ein Gift-Pokémon. Wäre auch nice. Wenn ich ehrlich bin. Ja gut. Mal sehen, welches Pokémon ich nehme. Okay. Ja, ich habe mich dann doch am Ende für Serpifeu entschieden, denke ich. Ich glaube, das ist einfach das beste Pokémon von den... Auch wenn wir bereits ein Pflanzen-Pokémon haben. Ich glaube, das ist die beste Entscheidung. Es könnte aber auch eine Fehlentscheidung gewesen sein. Könnte. Muss aber nicht. Gut, Freunde, ich würde aber, glaube ich, hier doch einen Cut machen. Wir bekommen dann den zweiten Custom Tag Trainerkampf in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir auf jeden Fall irgendwie nicht, wenn ich ehrlich bin, weil ich Doppli verloren habe. Aber ja, whatever, gut, wie dem auch sei. Ich hoffe dennoch, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben, das supports kein Mord. Abonniere nicht vergessen, um in Zukunft nichts mehr zu verpassen. Ich werde meine Pokémon heilen gehen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut, ich bin raus. Peace.